Im Dezember letzten Jahres, während des Stream of the Year, erfuhren die Spieler von World of Tanks, dass zwei neue Fahrzeugzweige in Entwicklung sind. Einer von ihnen war der italienische. Der andere wurde geheim gehalten. Heute ist es an der Zeit, alles zu enthüllen und anzukündigen, dass die geflügelte Kavallerie, die polnischen mittleren Panzer, bald das Spiel stürmen wird. Ein kleines Stück Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Polen als Mitglied des Warschauer Pakts ein sich schnell entwickelndes europäisches Land. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der damalige polnische Panzerbau nicht nur durch neues sowjetisches Ingenieurswissen, sondern auch durch die Forschung beeinflusst wurde, die zu den gepanzerten Fahrzeugen der Wehrmacht führte. Der Einfluss der sowjetischen Panzerbauschule zeigt sich am Beispiel des CS-44. Die einfache Form des geschweißten Turms ist eine technische Lösung und kostengünstig in der Herstellung. Die sowjetischen Wurzeln erkennt man auch am recht fortschrittlichen Fahrwerk. Die Seitenschürzen basieren aber eindeutig auf der Analyse der Wehrmachtsfahrzeuge nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Heck des CS-53 zeigt, dass die polnischen Konstrukteure von Details wussten, die aus den westlichen Panzerbauschulen stammten. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich der damalige polnische Panzerbau völlig eigenständig entwickelte. Die Integration technischer Lösungen beider Seiten des Eisernen Vorhangs wurde von bahnbrechenden Entwicklungen begleitet. Damit ist nicht nur das Arsenal der polnischen Geschütze, hauptsächlich Flugabwehr und Panzerkanonen gemeint, sondern auch die Fahrwerksdetails. Zum Beispiel die kleineren Räder, wie beim CS-63. Dies wurde später von der Sowjetunion übernommen. Neuer mittlerer Zweig. Es gab in Polen nicht genug mittlere Panzer, um einen vollwertigen Fahrzeugzweig zu erstellen. Die Pläne und Entwürfe für mögliche weitere Fahrzeuge sind jedoch erhalten geblieben. Unter Einhaltung der technischen Logik und unter Verwendung bekannter Lösungen der polnischen Konstrukteure haben wir diese Fahrzeuge in das Spiel implementiert. Geplant sind 6 Fahrzeuge für den polnischen mittleren Panzerzweig von Stufe 5 bis Stufe 10. Zusätzlich wird es einen Premium-Panzer der Stufe 8 geben. Der Übergang zu den Neuankömmlingen beginnt mit den 14 TP auf Stufe 4. Die Werte der neuen Fahrzeuge festzulegen wird noch einige Zeit dauern, aber wir können bereits jetzt über unsere Vision für die polnischen mittleren Panzer sprechen. Stufe 5. Das erste Fahrzeug im neuen Zweig ist der DSPZ INS 1 auf Stufe 5. Es handelt sich um ein Pilotprojekt für einen mittleren Panzer, das Ende der 1930er Jahre entwickelt wurde. Die Entwicklung wurde jedoch durch den deutschen Überfall auf Polen unterbrochen. Es setzt den gleichen Gedanken wie beim 14 TP fort, zeigt aber auch die Züge eines mittleren Panzers. Dies beeinflusst das Verhalten des Panzers. Anders als die gut gepanzerten Fahrzeuge des schweren Zweigs werden die neuen mittleren Panzer schneller und manövrierfähiger sein. Stufe 6. Das Fahrzeug auf Stufe 6 hat einen recht ungewöhnlichen Namen. BUGI. Es sieht genauso aus, wie man es von einem so einprägsamen Namen erwarten würde. Konzeptionell ähnelt er dem 25 TP XUST 2. Es ist ein mittlerer Panzer mit klaren Vorteilen und ohne klare Nachteile. Auf Stufe 7 gibt es keine Experimente, weder beim Namen noch im Verhalten. Der CS-44 ist in Bezug auf Werte und Spielstil ein vollwertiger polnischer mittlerer Panzer. Das beste 100mm Geschütz mit guten Neigungswinkeln ermöglicht es dem Fahrzeug, auf jedem Gelände gut zu spielen. Ihr könnt schießen, ohne eure Wanne zu zeigen, und bleibt relativ sicher. Stufe 8. Momentan sind 2 polnische mittlere Panzer der Stufe 8 in Arbeit. Möglicherweise wird ein Fahrzeug im Zweig landen und das andere wird ein Premium-Panzer. Die Silhouette des CS-52 ähnelt dem sowjetischen T-44. Und das ist kein Zufall. Die Entwürfe polnischer Fahrzeuge in den frühen 50ern waren von den Erfahrungen der sowjetischen Ingenieure inspiriert. Der CS-52 und höherstufige Panzer sind nicht zu hoch und haben gute Geschützneigungswinkel. Dabei handelt es sich um ein Unterstützungsfahrzeug, das den Verbündeten in jede Richtung helfen kann, insbesondere in unebenem Gelände. Der andere Stufe 8 Panzer heißt CS-53. Es handelt sich um ein Pilotprojekt aus den frühen 1950ern. Bei der Konstruktion dieses Fahrzeugs orientierten sich die Polen an den technischen Lösungen, die im damals neuen sowjetischen Serienpanzer T-54 umgesetzt wurden. Allerdings hatten diejenigen, die am Projekt arbeiteten, auch genug eigene Ideen, wie das Fahrzeug aussehen und im Kampf agieren sollte. Es geht vor allem um sein Geschütz. Das polnische 100mm Geschütz richtet ordentlichen Schaden an. Gute Geschützneigungswinkel erlauben dem CS-53 auch, Stellungen zu halten, die dem T-54 nicht zur Verfügung stehen. Welches der beiden Fahrzeuge erforschbar und welches Premium wird, geben wir nach den Tests bekannt. Stufe 9.
Stufe 9 belegt der CS59. Im Grunde handelt es sich um eine qualitative Weiterentwicklung der Ideen früherer Fahrzeuge. Eine stärkere Panzerung, ein größeres Kaliber und bessere Neigungswinkel. Stufe 10. Den polnischen mittleren Zweig krönt auf Stufe 10 der CS63. Dies ist ein Projekt aus den 1960er Jahren. Es hat eine geschweißte Wanne, einen gegossenen Turm eigener Konfiguration und eine Gasturbine. Hier gibt es kaum Überschneidungen mit den sowjetischen Gegenstücken. Den vorläufigen Werten nach wird der CS63 über eine starke vordere Turmpanzerung und einen guten Geschützneigungswinkel von minus 8 Grad verfügen. Dadurch können Kommandanten effizient spielen, natürliche Deckungen nutzen und dort glänzen, wo andere mittlere Panzer der gleichen Stufe dies nicht können. Eines unterscheidet den CS63 aber von anderen mittleren Stufe 10 Panzern, seine Gasturbine. Wir erwägen derzeit eine ungewöhnliche Mechanik für das Spitzenfahrzeug des Zweigs. Wir überlegen, eine mögliche Motorenmechanik mit zwei verschiedenen Modi zu testen. Standard und schnell. Es wird ungefähr so aussehen. Im ersten Modus verhält sich der CS63 wie ein normaler Mittlerer mit den üblichen Eigenschaften. Schaltet man den Motor aber um, steigt seine Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs und die Beschleunigungsdynamik verbessern sich. Gleichzeitig verschlechtern sich Stabilisierung und Zielzeit des Geschützes erheblich. Schießen unter solchen Bedingungen wird nicht effektiv sein. Darüber hinaus wird die Möglichkeit erwogen, die Tarnwerte im schnellen Modus zu verringern. Wir wollen auch die Wirkung von Ausrüstung, Verbrauchsmaterial und Besatzungsfertigkeiten auf einen Panzer mit diesem Motorenmodus ausschließen. Dies geschieht, um sowohl die Nachteile als auch die Vorteile, die daraus resultieren, auszugleichen. Gegenwärtig planen wir, dass diese Modi per Knopfdruck umgeschaltet werden. Ein Wechsel des Modus ist nur möglich, wenn das Fahrzeug stillsteht und wird einige Zeit dauern. Außerdem könnt ihr während des Gefechts beliebig oft zwischen den Modi wechseln. Der Schnellmodus hat keine negativen Auswirkungen auf den Motor selbst oder das Fahrwerk. Es wird kein Verbrauchsmaterial sein, sondern eine eingebaute Funktion des CS63. Ihr könnt den gewünschten Modus auch im Voraus während des Countdowns vor dem Gefecht auswählen. Diese einzigartige Eigenschaft des CS63 wird ihm ermöglichen, gleich zu Beginn des Gefechts günstige Stellungen einzunehmen und im weiteren Verlauf schnell die Stellung zu wechseln. Die polnischen mittleren Panzer werden in naher Zukunft in den Supertest geschickt. Ihre Werte sind noch lange nicht endgültig. Es werden Anpassungen vorgenommen, bis die neuen Fahrzeuge im Spiel erscheinen. Wann dies sein wird, werden wir später bekannt geben. Fürs Erste bleibt gespannt und viel Erfolg auf dem Schlachtfeld!